Okay, wir müssten ja genau da sein, oder Boys? Da hilft immer noch mal ein Stück reinzusehen. Das ist auf jeden Fall wieder ein Golfcar. Kommt mir bekannt vor. Egal was ist, wir müssen eh rein. Ah, ich glaube, das war es ja auch, oder? Ja, ich bin mir auch unsicher, Digi. Nur mal als Frage, hat einer zufällig noch Mutantenhaut, bei der er mir abgeben könnte? Nur falls ihr sie nicht komplett tragt, weil ich habe nur einen Balken. Ich habe gar nichts. Okay, dann habt ihr bloß das, was er tragt, oder? Jo. Okay, muss ich mir ein bisschen defensiv verhalten. Und mehr versuchen zu blocken, obwohl die keinen guten Blockschaden hat, die Waffe. Kommst du, Jusen? Warte mal kurz. Ja. Ich hoffe, ihr im Stream seht genug. Ich meine, ich sehe auch nicht mehr, als das Licht von uns allen macht. Aber es soll ja eigentlich auch nicht zu hell. Also es ist ja auch scheiße, wenn das Spiel zu hell ist. Ist ja auch zum Teil ein Horror-Game. Aber ich würde sagen, so von dem, was ich bei mir auf dem Handy sehe und auf dem anderen Bildschirm und auf meinem, das haut schon ungefähr hin. Leute, wartet mal. Ja. Warten. Was denn? Da ist nichts. Mal Flares werfen. Ja. Na, erstmal wegen Leuchten jetzt so und. Hier ist eine Truhe am Boden. Oh, hier geht's wieder rein in einen anderen Gang. Okay, hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Mach mal auf das Ding, David. Gut in deine. Okay. Also geht sofort hier runter, das wollte ich nicht. Alles gut. Wir kommen nach. War gerade so schwer die Leiter. Ah, die Leiter ist andersrum. Deswegen war es ein bisschen schwer, die zu peilen. Sonst hätte. Ja, hier liegen überall Kabel. Schade, Kabel kann man nicht mitnehmen. Jusen, kannst du mal laufen? Danke. Ich war in der Ecke eingesperrt. Okay, hier ist erstmal nicht viel, außer dass das Spiel ein bisschen leckt. Oh, hier liegen Sachen, die wir nicht kennen. Kommt mal her. Gehirnstück, ja. Okay. Armbrustbolzen. Hier bei der Leiche ist ein Armbrustbolzen drin. Yep. Habe ich im Kopf, David. Oh, hier ist auch wieder ein Code. Hier könnten wir vielleicht unsere Keycard benutzen. Oh, hier ist das Fleisch gewesen. Ja. Hier ist Essen usen in den Schränken. Ja. Regalen. Also Essen. Naja, wie man es nimmt. Na, hier hinten, wo ich die ganze Zeit rumrenne, gehen wir die Regale hier durch. Die hier. Hier ist ein Speckstück. Jusen? Hier die Regale? Achso, die. Na, wenn ich zu dir sage, da wo ich bin, dann gehe ich davon aus, dass du dich in meine Richtung drehst und einmal kurz guckst, damit du weißt, wo das ist. Nö. Ja, deswegen habe ich ja dich angeguckt und habe dich ja gefragt. Ist doch alles gut. Hier hinten kommt man der Keycard durch. Hier hinten ist die Kühlkammer für Mitarbeiter. Ja. Hier hängen sie gerne ab. Hahaha. Was so cool ist. Genau. It's a cool man. Okay, sonst ist hier gar nichts. Dann kommt da zur Tür, dann schiebe ich mal die Keycard durch. Mal gucken, ob sie geht. Ja, es geht. Bin willkommen. Alter. Hier sieht es ja schon ein bisschen grün aus. Sehr schön. Sowas bei uns bauen. Alles mitnehmen, Leute. Oder gleich essen. Geht auch. Wer weiß, ob das denn nicht später noch geht, David. Ist das Kresse? Sieht aus wie Kresse, oder? Haben wir Kohlblätter. Ist hier irgendwas? Nee, ne? Nee. Geh mal einen Raum weiter, hier sind Babys.
Vier oder fünf Stück habe ich mindestens schon gesehen. Genau, geht lieber breiter, so dass er euch nicht haut. Wenn Baby zu einem hinflutscht, lasst den schlagen, der daneben steht. Ich glaube, dann hauen wir uns nicht so viel in die Quere. Hier ist ein Vetter. Ich bin hinten. Hab da in den Gängen geguckt? Nee. Hab da nicht, weil hier liegt die Armbrust. What's up? Ja, und Pfeile sind ja auch in der Wand. Also bitte kommt mal zurück. Ja, hier ist ein Vetter gegen den Pfeil gerade. Warte, erstmal alles safe, bevor ich es durchsuche. Digi, das war der Raum davor. Oh. Hier, genau. Und hier im Gang liegt die Armbrust. Ja, stimmt. Bei den Typen. Hier liegt noch ganz viel Stuff. Da hinten an der Wand hängen noch drei Pfeile. Hier. Genau da. Könnt ihr euch auch noch einstecken. Dann haben wir schon mal die Armbrust. Ja, nice. Eine Sache, Alter, die der Jusen unbedingt haben wollte. Alter, heute haben wir wirklich eine Menge erreicht. Na ja. Lass mal abwarten. Das hier erstmal fertig machen, dann müssen wir ja immer noch zu dem, wo wir eigentlich hin wollten. Müssen wir ja heute auch noch abchecken. Wo wollten wir denn eigentlich hin? Naja, in den Höhleneingang, wo wir zu dem Labor kamen, wo wir die Karte eigentlich benutzen wollten. Das ist ja jetzt eine neue. Krass, ey. Armbrust eigentlich hingelegt. Hast du bestimmt beim Bogen. Aber wie kann man schießen? Achso, R. Mit R, alles klar. Na, R ist nachladen, ne? Und du brauchst halt die Bolzen dafür, ne? Ich will sie auf jeden Fall mal ausprobieren. Wenigstens einen Schuss mal treffen und mal gucken, was passiert. Ah, hier noch eine Pfeile. Ah, ich hab schon genommen. David? Ja, ich auch. Komm mal her. Steck dir die Pfeile hier auch noch ein. Ich bin voll mit Pfeilen. Nee, das sind die Bolzen. Das sind die Bolzen, Digi. Ja, yeah, da bin ich ja. Echt? Ich hab 50. Kannst du nicht einsammeln hier? Nee, ich hab 50. Sonst, aber drück mal trotzdem, wenn die rausflutschen, kann ich die vielleicht einsammeln. Achso, nee, die habe ich schon. Die hier. Ah, okay. Man kann die mit einer Hand benutzen, oder? Weil bei der Armbrust nimmt er das Licht mit in die Hand. Ach nee, macht er ja beim Bogen auch. Stimmt, hier sind auch noch welche an der Wand. Hier ist noch eine Kiste. Hier, Jusen? Ja, aber ich bin auch voll dicker. Okay. Aber ihr könntet mir ja welche droppen und die dann aufnehmen. Dann würde ich die noch sammeln können. Wenn ihr die an der Wand noch seht. Aber wirst du nicht auch schon an der Wand? Bis jetzt nicht, ne. Ich hatte keine bei, ich habe die alle abgelegt. Hier sind noch Schachteln, also Dings gewesen, die habe ich gerade geöffnet. Wieder Tinte, sehr schön. Das heißt, hier kommt noch ein Drucker, würde ich sagen. Okay, hier ist nichts weiter. Gehen wir mal weiter. Das ist Wasser. Ja. Also ohne Witz mal, so vom Groben her, aber denkt ihr gerade beide auch an Grounded, das Unterwasserlevel? Mal so von der Optik her, wie es auch wieder eingerichtet ist. Also Grounded hat es nicht erfunden und hier wurde es auch nicht neu erfunden. Aber es ist schon recht ähnlich, ne? Also so ganz grob. Labore mit Pflanzen drin, wo man alles einsammeln kann und so. Mit Gängen, wo immer wieder Viecher kamen. Okay, bei Grounded war es noch ein bisschen höhlenartiger, dass man immer da raus und rein ist. Hier ist man in die Höhle und dann ist man drin. Also ich mag es. Das wollte ich damit bloß sagen. Ich will es ja nicht als negativ kritisieren, nicht falsch verstehen. Aber hier ist gar nichts weiter, ne?
Also ich habe bis jetzt nichts weiter gesehen. Ihr seid ja schon da vorne. Da geht's da raus. Ja, ja. Aber ich wollte noch mal drüben rein. Hier war. Ein Kabel. Da will ich so ein bisschen Stuff hier reinpacken können. Hier geht's auch noch mal. Hier geht's auch noch weiter. Ich glaube, er ist hier lang, oder? Ja, ein Security-Raum. Das sieht doch gut aus. War eine gute Idee. Achso. Den Dingsanzug, Leute, brauche ich ja gar nicht ausziehen. Müssen wir eh gleich nehmen. Hier ist Muni. Oh oh. Wie gar nicht wissen, wie ich nochmal. Eine Keycard. 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 Oh. Gelbe Keycard. Keine grüne. Nächste Stufe. Hier auf dem Tisch. Muni lag hier hinten rechts im Schrank, wo wir reingekommen sind. Hier hinten. Hier noch irgendwas Krasses entdeckt? Limo, den Artikel dazu. Alles klar. Wieder gehen, ne? Nicht weiter und hier sind die Kameras. Geil, wir haben schon die gelbe. Oh, wir haben schon die gelbe Keycard gefunden. Ja. Oh, wir haben noch keine Tür gefunden, wo wir die gelbe benutzen können. Das ist ja nicht schlimm, aber wir haben die gelbe Keycard. Wir müssen jetzt den anderen Hauptgang weitergehen. Das war jetzt eher so ein Nebengang, würde ich sagen. Wer da? Ja. Hau durch, Digi. Oh, hierfür braucht man die gelbe auf jeden Fall. Krass. Jetzt sind wir schon weiter, also krasser. Scheiß. Ich gehe rechts lang. Wenn ich was Interessantes sehe, schreie ich. Ich gehe links lang. Hier liegt eine Klamotte. Ein Kleid rechts in der Mitte, also rechts außen in der Mitte. Bei den Bänken auf einer Bank. Hier liegt ein toter Typ. Hier sind Scheiben kaputt und es geht in eine Höhle. Und ich habe es gerade noch gesagt, nicht wie bei Grounded. Natürlich kommt jetzt eine Höhle. Wo liegen die Klamotten? Wenn du reinkommst, rechts in der Mitte, auf dem Sofa irgendwo. Ups. Kleid. Hier liegt Essen auf dem Tisch in der Mitte, was ich nicht kenne. Back. Ah, okay. Den pfeife ich mir gleich mal rein, er hat ja eh Hunger. Hier sind hier ist aber auch ein Zettel. Ein Zettel liegt da auch, Leute. Hier sind zwei Energy Drinks auf dem Tisch. Bitte nicht wundern, Leute, ich bin einfach nicht der Vorlesetyp. Also, falls ihr es selber nochmal lesen wollt. Ich kann, hab A, nicht so gut Englisch und B, nicht so gut lesen. Deswegen, ihr könnt es gerne selber lesen. Natürlich, wenn ihr Lust habt, gebe ich mir da auch irgendwann sehr viel Mühe und lese euch das vor. Ah, okay, ich komme nicht mehr zurück, scheiße. Aber... Bin hier durchs Glas gesprungen. Peiler, ja, Peiler, warte mal, wo ist hier dieser Zettel? In der Mitte auf dem Tisch lag einer. Hier bei dem großen. Ja. Ach da. Ja, jetzt habe ich ihn. Aber ihr könnt es euch, wie gesagt, selber gerne durchlesen. Und dann ist gut. Und ich lasse das natürlich auch immer so lange stehen, wie geht. Ich muss es ja selber auch lesen, auch bei deutschen Sachen. Aber ich bin auf jeden Fall nicht so der Vorlesetyp. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Okay, wir haben alles. Dann gehen wir mal zu David. Ja, hier. Achso. Hallo, David. Hallo. Hat jemand schon rausgefunden, wie man seinen Tank nachfüllen kann? Eigentlich bei der Flasche draufklicken, war es eigentlich immer. Rechts daneben ist ja die Flasche. Und dann steht da benutzen. Da klickst du einmal drauf und dann füllt er nach. Ja, funktioniert das nicht. Hast recht. Bei mir auch nicht. Denn, oder Jusen, war ich beim ersten Teil so, dass er die automatisch nachgesteckt hat? Ich glaube ja. Na gut.
Aber Taucheranzug könnten wir erstmal anziehen, wenn wir jetzt schon gerade im Wasser unterwegs sind. Ja. Das ist ein bisschen einfacher. Da müssen wir mal gucken. Also ich habe halt noch mindestens 2/3. Da müssen wir mal schauen. Tauchermaske haben wir halt noch nicht. Also das ist das Einzige, was uns jetzt noch fehlt. Dann würden wir unter Wasser auch klarer sehen. Klarer sehen? Mal gucken. Hallo, Clara. Nee, gut. David, tauch vor und Attacke. Malaka. Ach, warte mal. Magnesiumfackel hält unter Wasser, ne? Du kannst unter Wasser. Nee, geht nicht. Okay, dann ist keine Magnesiumfackel. Alter, ist das dunkel. Unter Wasser weiter, aber du kannst sie nicht anmachen. Nee, ich hatte sie in der Hand und bin ins Wasser gegangen. Er hat sie weggeschmissen. Jusen? Jusen ist hinter mir. David, warte. Wie gesagt, dadurch, dass es auch alles verschwommen ist, ist es nicht so leicht zu sehen. Kann man laufen. Ja, wir sind da. Wenn wir da umziehen, nämlich wenn Gegner kommen, ist das scheiße. Denke ich. Ich meine, die Klamotten haben wir vielleicht nicht. Obwohl, die haben auch einen Abwehrwert, oder? Hitze? Regen? Und was ist das andere? Ich glaube, wie viel Ausdauer du verbrauchst. Also Abwehr ist orange und Ausdauer, sage ich mal, ist... Oh, James Bond-Style. Oh, vor uns ist einer. Alter. Die Taschen schon gut voll. Ach scheiße, habe ich nicht angezündet. Bei den Babys, David, die müssen wir uns immer hin und her schlagen. Also wenn einer vorne ist und die irgendwie hat, muss der andere, so wie ich gerade gemacht habe, am besten immer hinterlaufen. Lass die Viecher mal nehmen. Ja. Oh, da ist mein Baby. Und, weißt du, dann punchen wir die hin und her, so als wenn wir Tennis spielen würden oder eher... Eins, zwei, drei. Badminton. So, der andere. Eins, zwei, drei. Die Lilan. Schneller. Jetzt haben wir alle Dings. Ne? So, ich hab das. Oh, boah, da ist einer. Kann ich denn noch? Ja, das wäre natürlich ein Deal. Ja, war doch. Die letzte mache ich natürlich, Schatzi. Die letzte Runde gehe ich natürlich. Das war für mich vollkommen klar. Du fühlst dich nicht so gut, also von daher. Gut, aber ich muss mit den Jungs jetzt halt noch die Höhle machen und dann. Gut. Haben wir das geklärt? Ja, na, wir sprinten. Aber ob so groß oder eine kleine Höhle ist, das haben wir halt nicht in der Hand. Ja, wäre auch mal gut. Die letzten waren eh schon recht groß. Sind wieder Babys. Mhm. Oh, sorry. Haut rein. Und was ist hier? Gott, Schaden bekommen.
hat Schaden bekommen. Der David. Hier Licht, aber ich will jetzt durch raus, oder? Aber von hier? Nee, hundertprozentig nicht. Hier waren ja auch gerade Gegner. Und dahinter sind auch Gegner. Ich glaube, wir kommen in einen neuen Höhlenabschnitt, oder? Ja, nee. Wir sind draußen. Wir sind draußen. Oh, hier unten sind Gegner. Gab's jetzt eigentlich noch irgendeinen anderen Weg? Okay, wir sind gleich frei. Aua. So geil. Man schlägt Gegner, einer von euch kommt von links, einer kommt von rechts. Okay, bin down. Pass auf. Wenn die blocken und man haut gegen, zumindest mit der Machete, ist wirklich so der Konter, dass du zurückschreckst und die schlagen gleich zu. Kannst gar nichts machen. Also wirklich, wenn sie blocken, nicht zuhauen. Aber ich weiß nicht, sonst wollte er hier kurz ein Lager aufschlagen und wir pennen einmal. Oder war jetzt in der Höhle noch was oder nicht? Ich glaube, die war durch. Ich würde auch vermuten, dass wir durch waren. Also wir gut, haben dann müssen wir jetzt eigentlich gleich zur anderen laufen. Oder? Wir haben ja die Keycard bekommen und wir könnten jetzt zum... Ja, da vorne links ist ein grünes jetzt. Ne, da kamen wir her, da sind wir reingegangen. Wir sind hier hinten rausgekommen. Zum Lilanen würde ich jetzt nach hinten gehen. Mhm. Und dann ab zurück, oder was? Und dann zurück, ja. Aber wir können nur kurz mal eine Plane hinlegen wegen Pen. Ja, aber ich müsste dann noch mal für ein paar Minuten kurz weg. Und dann können wir gerne weitermachen. Weil mein Frauchen wird sich dann gern in der Wohnstube hinlegen, weil sie ist ein bisschen krank und ihr geht's nicht so gut. Wir können eh gerade nicht in einem Bett schlafen. Und dann müsste ich halt bloß meine ein, zwei Sachen noch aus der Wohnstube holen, wie mein Ladekabel und alles. Und dann können wir hier auch bestimmt noch ein, zwei Stündchen weiterspielen, wenn ihr so lange Lust habt. Naja, ich werde jetzt auch nicht mehr so lange zocken, glaube ich. Also ich würde noch ein bisschen zocken. Das können wir ja machen, David. Ich denke mal, so User hat so lange nichts dagegen, wie wir nicht irgendwie Hauptstory oder so spielen. Also ich würde jetzt mit euch auf jeden Fall noch dieses lilane Ding da mitmachen. Jo. Also entweder geht da irgendwer zu pennen oder... Na, dann pennen wir jetzt erstmal. Dann ist hell und dann passiert eh nicht mehr so viel. Oh. Und es ist Winter. Hallo. Oh, die weint neben dem Toten hier. Damit kommen wir jetzt aber auch mehr. Ich glaube, wäre jetzt vielleicht nicht so gut, wenn ich jetzt weggehe. Oder haut sie ab? So geht's. Zeugen, daher. Alles, es kommen noch mehr. Nee, die hauen auch ab. Oder? Meinetwegen können wir auch erst schnell rüber in die Höhle laufen. Wenn wir drinnen am Anfang der Höhle sind, da ist ja eigentlich meistens ruhig. Ja, dann laufen wir da schnell. Ne, Leute? Wie gesagt, da bin ich nochmal für... 3, 4, 5 Minuten maximal weg. Oh, das ist gut. Wie gesagt. Alter, hier sind voll viele. Oh, oh. Einfach weiter rein. Ich will mich nicht mit den einen einlegen. Zum Glück verbraucht der Sprint nicht so viel Ausdauer. Ja, und lädt sich wieder schnell auf. Das ist auch geil. Ja, das stimmt. Aber braucht man in dem Spiel auch, weil... Überleg mal, manchmal kommen wir in Höhlen rein und da sind... 10, 15 Gegner, so, weißt du. Wenn da schon drei normale Mobs, normale Leute sind, denn diese zwei aufgeklappten oder doppelten und dann noch 10 Babys,
ist schon nicht ohne. Finde ich. Müssen wir nicht nach rechts, David? Achso, bei dem Grün waren wir schon, ja, sorry. Voll ins Grüne, zum Grün gelaufen. Ich weiß es nicht, aber... Ah, nee, das kann ist auch sein, dass das ist, weil wir sind jetzt schon recht weit weg von zu Hause wieder. Ich weiß es gerade nicht. Das Grüne hier, war das nicht, wo wir gerade eben reingegangen sind? Nee, das war das da hinter uns, wo Kay gerade ist. Nee, hier sind wir doch rein, oder? Doch, hier doch, sind wir, David, ich. Doch, du hast recht. Da ist jetzt bloß Schnee. Nee, ich wollte. Und wir müssen jetzt nicht. Wir laufen jetzt erst zum Lilanen da rechts, oder? Ja, genau. Nicht das im Wasser, sondern das, was da hinten an der Insel ist. Gut. Aber dass das auch nicht weggeht. Sind wir da in einer Minute, hoffe ich da. Ja. Ja. Jetzt schauen wir mal, meine Lieben. Aber den Schlitten kann ich nicht ausprobieren. Muss man wirklich wahrscheinlich richtig auf den Berg. Kann gut sein, ich weiß auch nicht. Also, ich kann mir nur vorstellen, weil der Berg auch recht groß auf der Karte aussieht, ist, was alles Schnee ist, dass es sich da halt lohnt, so ein Gimmick reinzumachen. Aber sonst wäre der Schlitten ja voll Verschwendung, sag ich mal. Ich hätte ja eigentlich gehofft, dass der Schlitten mehr oder weniger das ist, was womit man Holz transportieren kann. Ja, aber vielleicht auch nur in der Winterzeit. Aber wenn du sagst, man kann ihn nicht mal aufstellen, gerade hier, dann macht es ja auf jeden Fall keinen Sinn. Na, ich würde jetzt vermuten auf die Bergen, weil die Berge ja auch weiß sind. Zu den okay, hier ist ein Lager. Schnell runterkommt. Ein kleines, normales Lager. Aber wollen wir ignorieren, weiterlaufen? Nee. Hier ist keiner. Ja. Hier ist Muni. Hier piept doch was. Also wenn hier was piept, muss man ja eh buddeln. Frage ist bloß wo. Okay, hier wo die Dudes herkommen. Muss mich heilen. Was ist das? Ich muss mich heilen. So. Hier sonst drauf. Oh, mich hat einer umgehauen, passt auf. Ja, ich sehe gerade. Hinter dir. Als ob. Ja, der große ist down. Jo. Hinter dir, David, hinter dir. Vor mir nur einen gesehen. So. Okay, die sind jetzt alle tot.
Aber wir sind wieder zum Falschen gelaufen. Jetzt sind wir wieder nur an einem Grabeplatz, der hier irgendwo ist. Wir sollen... Nee. Wir müssen... Hier kommt noch einer. Wir müssen da hoch. Das ist das Lila, ne? Ja, aber es piept ja bei mir. Ja, aber was soll Lila dann gehen? Okay, ich hab gedacht, das wäre nur fürs Buddeln. Hier ist einer vergraben. Und hier piept's ganz doll. Packt einer mal die Schaufel aus? Bin dabei. Ich denke vielleicht hier eher wohl, wo das Kreuz ist, David. Muss man echt erst den Schnee weggraben? Ansonsten mach zwar erstmal dein Ding und ich grab hier mit Juden. Hier ist es doch. Hier ist es doch schon. Ja. Ah. Ja, wir passen auf dich auf. Mach dein Ding. Okay. Dann muss gleich runter. Oh. Alter, wir haben die Schrotflinte. Geil. Wir haben die schrotige Schrotflinte. Alter, wie geil. Pfeile war nicht dabei. Also lila Dinger sind immer neue Sachen. Wo ist sie jetzt? Sind die Schrotflinte? Ach, hier oben. Schicki schick. Ist da Munition dafür bei? Nee. Wo ist sie? Auch oben in so einer Box oder was? Oh ja, da. Da ist er. Da ist er. Sehr, sehr schön. Oder kommt jemand? Achso, ist unser Kumpel. Werden wir angegriffen? Oh, Pfeile. Ja, den Typen hast du wirklich rotet. Ja, können wir mal hier die ganzen Blätter weg. Oh, da kommt noch einer. Ja, ich mach die Blätter weg. Yeah.
Wo kommen die denn her? Na, da oben auf dem Baum hockt auch noch einer. Oh, Papaya wird angegriffen. Pfeiler in Ruhe. Oh, ich liege. Ah, da findest du was, was dir sehr gefallen wird. Ich sehe schon, es sieht aus wie eine Schrotflinte. Oder? Nein, das ist eine PS5. Oh, na, das wäre auch schön. Das ist mein Info, bitte. Also. Fingert Findus gerade an deinem Mikro rum? Mega. Wenn sich die Tastatur ist, dann, hoppala, das Mikrofon. So. Bin ich jetzt mal ein bisschen leiser? Vorsicht! Oh ja. Eine Pumpgun. Nice. Und was piept neben mir? Shotgun-Muni habe ich ohne Pro nicht dabei. Oder? Wo liegt sie denn überhaupt? Oh, da kommt ein großer Freunde. Da. Kommt der jetzt schon? Alter, umgepustet den Jungen. Sehr schön. Hilft dir nicht mal seine scheiß Rüstung. Gut, aber ich habe doch vorhin gesagt, ich habe von der Shotgun irgendwie ein Dings gefunden. Das würde ich mir ja gleich mal anlegen wollen. Hier. Dominieren. Genau, mit der Shotgun. Schön. Muni, da können wir schnell da nachladen. Und kann man auf die Shoddy Laservisier, Taschenlampe. Leute, Taschenlampe. Da kommt einer. Laservisier auch noch zur Taschenlampe. Leute. Nee, geht nicht. Ja, wenn da. Haut er den um? Ich würde ungern schießen. Ist abgehauen. Man kann nur Laservisier oder die Taschenlampe nehmen, Leute. Was soll ich denn draufpacken erstmal? Also das Laservisier auf der Armbrust ist kacke. Gut. Auf der Shoddy. Scheiße, muss ich das erst anmachen, David? Oder habe ich gerade... Nee, ich habe die Taschenlampe ausgewählt, ne, Leute. Oder? Ja. Nee, es geht. Oder? Geht beides? Nee, geht nicht. Also muss man das wieder rauspacken, kombinieren, die Teile ablegen, die Taschenlampe wegpacken, das Laservisier. Ach nee, es ist ja ein Laservisier und kein Laser. Bringt ja eh nichts.
hab gedacht, das wäre ja gerade. Wisst ihr, Leute, halt. Wir sind pass auf hinter dir. Ein Laser, aber. Ah, ich bin gleich wieder da. Muss noch auf die Mitte. Mhm. Wie gesagt, Laservisier und kein Laser. Ein Rotpunkt wäre natürlich geil gewesen. Aber Taschenlampe bringt es auch. Also in der Höhle, Alter. Würde ich bei der Armbrust usen. Geh mal ins Inventar. Ich passe hier auf. Jo. Nimm mal die Armbrust. Die ist ja oben links im Koffer. Glaube ich. Nö. Nee. Den mittleren Koffer? Irgendwo liegt sie doch drin. Nee, die ist ganz links oben. Ja. Ah, okay. Will die mal mit kombinieren aus? Habe ich, aber mir wird da gerade nichts angezeigt. Ich kann es nicht kombinieren. Okay. Aber die hat doch einen Träger drauf. Warte mal, ich nehme sie auch mal. Kombinieren. Laservisier. Geht bei mir. Na, ich hab sie nicht bei mir, deswegen. Aber wir haben es da vorhin alle eingesammelt. Oh fuck, uns greift irgendwas an. Rennt weg. Hä? Der ist weggerannt, Digga, alles gut. Jo. Ist ein guter Punkt. Ich hab's bloß immer wieder falsch gemacht. Ach man. Ich kleiner Trottel. Also heißt das kombinieren drücken. Dann zerlegen. Dann könnte man theoretisch auch einmal Inventar rein. Rechtsklick, verlegen, entfernen, hinzufügen, kombinieren. Kombinieren. Ah, okay. Rausgehen. Okay. Probieren wir das mal. Ich hab's, glaube ich, jetzt gerafft, Leute. Ich hab's gerafft. Jetzt. Er hat sich einfach an David von hinten ran geschlichen und ihn umgeprügelt. Eiskalt. Ein richtiger Wichser-Move, ja, Mann. Von vorne bis hinten arschlos. Aber dein Anzug steht dir gut. Dankeschön. Deiner aber dir auch. Danke. Warum trägt David eigentlich das andere? Hat das einen Grund? Ich guck mal nach. Wer ist denn arschlos? Ne, der hat dich immer von hinten angegriffen, weil du dich nicht bewegt hast. Was machen die?
Hat mal jemand Heilung? Keine Heilung. Ja, warte. Achso. Ja, zieh mal lieber wie David den Hoodie an, Jusen. Dann kriegst du das bisschen Kälte, Schaden, also nicht Schaden, was du aber an Ausdauer einbüßt, das geht dann weg, wenn du den Hoodie anhast. Ah, okay. Ist Jusen auf einmal ein Asiate? Vorhin war er noch schwarz, oder was willst du mir damit sagen? Ja, ist halt so. Letztes Mal war er, glaube ich, ein alter Opa. Jetzt bist du ein alter Opa in einem Anzug. So was mit Professor. So, David, ich hab jetzt verstanden, wie man Rotpunkt und alle Sachen hin und her bastelt. Ich habe mir das jetzt mal auf die Schrotflinte gebaut. Und guck mal, ob da das wirkt. Aber sonst muss man die Taschenlampe nehmen. So, da hinten ist ja jetzt noch ein lilanes. Aber ich würde da vielleicht nur mal so vorbeischlendern. Nee, komm, das machen wir jetzt noch. Weil da hinten tauchen würde ich jetzt eigentlich. Ja, vielleicht ist es gar nicht tauchen, sondern vielleicht ist es so eine Art kleiner Leuchtturm, der halt ein bisschen aufs Wasser hier rauf geht. So. Ja, oder ein Boot oder ein Flugzeugwrack. Oder so. Also ich liebe die Shotgun schon mal, aber ich liebe ja immer Shotguns. Also ich finde die Armbrust ganz geil. Ja, ich finde die auch geil, aber wenn man mit Visier drauf klatscht, dann kann man nicht mehr so gut aimen. Ist ja kein richtiges Visier. Ich habe auch gedacht, das wäre jetzt so ein Rotpunkt-Laser-Visier, aber es ist ja wirklich ein Laser. Das ist ja wirklich für einen Nahkampf. Und da ist halt bloß ein Rotpunkt. Kannst halt nur aus der Hüfte schießen, aber ich weiß halt nicht, wie sich das mit der Armbrust verhält denn in dem Fall, ne? Also. Eddie ist oben drauf, dann kannst du so kacke nicht, also kannst du nicht mehr mit Kim und Korn zielen. Mhm. Also war mir ja klar. Aber ich will ja mal wissen, wie sich die Shotgun macht. So habe ich, glaube ich, gerade, ja, ich habe auch nur aus der Hüfte geschossen. Und trotzdem, hast du ja gesehen, was umgefallen ist. Also sagen wir mal so, bis 5 Meter aus der Hüfte geht auf jeden Fall voll klar. Zumindest bei diesen Standard-Mobs. Bei den dickeren, naja. Aber stimmt, wenn wir jetzt so, also wenn eine Höhle kommt, switche ich nochmal um. Da packe ich mir mal auf die Pumpgun für den Notfall. Lieber die Taschenlampe drauf. Dann sehen wir alle mehr. Oh, hier ist ein Lager, sehe ich gerade. Mhm. Ja, vorne ist auch noch der Flares. Ich hatte wohl Unrecht. Uns ist trotzdem kalt. Okay, mehr ist hier wohl nicht. Da kommt schon irgendein Gegner, ein roter. Ein roter Gegner. Rote Gegner, ich will die einfach erstmal. Zwei. Und dann wir laufen. Okay. Jetzt ist der Schlucht, okay, da würde ich aus dem laufen. Sieht man auf der Karte gar nicht. Das ist der Weg nach unten. Ja, okay. Verdammt.
geht's tief runter. Ja, aber da geht der Weg lang. Ich dachte, da wäre irgendwas. So. Glaube ich, eine Rettungsinsel da hinten. Ja. Müssen wir vielleicht wirklich nicht tauchen. Verlieren wir Ausdauer beim Schwimmen? Mal eine gute Frage, ist mir so noch nicht aufgefallen. Ja, hier vorne kommen wir runter. Ich meine, okay, hier ist eiskalt, ne? Wenn man da im Wasser unterwegs ist. Ich glaube, wenn wir da hinten noch ein bisschen rumlaufen, ist da von der Scholle näher dran. Die Frage halt. Ich weiß gar nicht, ob ich noch schwimmen muss. Da sollte man vielleicht auch wieder Taucheranzug anziehen, oder? Ich würde vielleicht noch ein bisschen weiter rumlaufen und den kürzeren Weg nehmen. Dideldei und Dideldum. Wir laufen hier zurück. So, auch anzufangen. Wenn wir hier reingehen, ja? Jo. Ich wüsste nicht, welcher Weg sonst kürzer wäre. Warum macht das jetzt nicht mehr automatisch? Was? Das Ding anziehen. Die Taucher? Ja. Wartet mal kurz, ich muss es kurz nochmal anlegen. Ich muss dann nicht tauchen, ich muss dann nicht den Taucher anziehen. Also hier den, mit den Flossen musst du anziehen. Wir schwimmen schon mal hin, aber hier springt ein kleiner Hai vor mir rum. Ich sehe über alles richtig an, Alter. Okay, wir sind auf jeden Fall Hai. Wie soll man denn da reinkommen? Hier. Ja. Kletter rein. Was haben wir da alles? Da gucken wir mal. Leers. Essen. Ich muss aber gleich den Stream beenden. Ich höre gerade Nova, die fiebt dauernd rum. Ich glaube, die muss raus. Ja, Spazier, geht gleich los. Ja. Leute, wie kann ich denn mal schnell wieder an Land schwimmen, wa? Leute, wie kann ich denn hochschwimmen? Nach oben gucken und schwimmen. Nach oben gucken und schwimmen, ja. Ich glaube, ich habe alles mitgenommen. Ich schwimme jetzt bloß an Land. Kannst du da schnell mal ein Zelt aufmachen und speichern? Dass ich da speichern kann. Wo kommst du hin? Ich habe mich sofort. Warte jetzt schon auf dem Ding, ja. Komm her. Alles gut. Ja. Also komm her. Du bist die Königin der Welt. Wie seid ihr da hoch? So einigermaßen an Land schwimmen. Wie seid ihr da hochgekommen? Ja, da ist auch, kannst du irgendwo eh gedrückt halten. Ich geh mal wieder runter. Da wo die Seite offen ist. Warte nicht zu weit. Ja. Sofort.
Ah, Mist, ich hab erst einen Stock. Den muss ich erst in der Hand nehmen, ja? Wenn du ihn in der Hand hast. Ja, einen habe ich. Wenn er in der Hand ist, musst du gucken, dass er hier der Pfeil nach oben ist in der Ecke. Ja, Spazier. Oh, eine Pistole ist hier nice. Ja, ansonsten mach mal schlafen. Dann kommen Jusen gleich noch und dann. Wir machen mal jetzt ganz schnell Schluss für heute. Tut mir echt leid, Leute, aber ist halt so, Nova muss raus. Wichtig, wichtig, aber trotzdem danke wieder fürs Zuschauen. Danke fürs dabei sein. Danke, wenn Jusen endlich mal hier ankommen würde. Ja, ist doch gespeichert, kannst du rausgehen. Wenn du schlafen machst, dann bleibt das so. Guckst du auch gleich. Denkst du, ja? Okay, auf deine Verantwortung. Also ich bin gleich da, oder was meint ihr? Ja, nicht bewegen. Na warte, okay, die 20 Sekunden können wir auch noch warten. Oder 10. Ist er jetzt schon da? Schlafen. Ich bin ja gerade schlafen gegangen. Ich auch. Warum geht's jetzt nicht? Nochmal. Jetzt. Mal speichern. Gut, meine Lieben. Denn haut da rein, bleibt gesund und munter. Wir zocken auf jeden Fall die Tage weiter. Ihr werdet merken auf Facebook und Instagram, wenn es euch interessiert. Danke fürs Dabeisein, danke fürs Zuschauen, danke fürs Folgen, danke fürs Nachgucken, danke für alles. Haut da rein. Ciao, ciao. Oder was? David hockt sich noch nicht. Ciao, ciao, bye bye.